EU-Kommission will künftig bei der Schieflage von Banken das letzte Wort haben. Die Kommission soll die Entscheidung darüber treffen, ob eine in Schwierigkeiten geratene Großbank geschlossen oder saniert wird. Das sieht der Gesetzentwurf zur Bankenabwicklung vor, den EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier am Mittwoch vorlegte. Dadurch soll schnelle Handlungsfähigkeit gewährleistet werden. Widerstand wird aus einigen Mitgliedstaaten wie Deutschland erwartet. Sie wollen der EU-Behörde nicht so viel Macht zugestehen. Ein Mindestlohn in Deutschland würde laut einer Studie die Kaufkraft beleben. Über 19 Milliarden Euro zusätzliche Kaufkraft würden durch einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro freigesetzt werden. Die Einführung des Mindestlohns ist daher nicht nur sozialpolitisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Er würde dazu beitragen, die Wirtschaft zu stabilisieren und die Binnenkaufkraft zu stärken. Rund 9 Millionen Beschäftigte könnten vom Mindestlohn profitieren. Frankreich legt ein Investitionsprogramm in Höhe von 12 Milliarden Euro auf. Das Programm soll 10 Jahre laufen und die lahmende Wirtschaft ankurbeln. Die Regierung plant, die Hälfte der Investitionen in umweltfreundliche Projekte zu stecken. Das meiste Geld soll den Bereichen Forschung und Universitäten, Energiewende, Thermosanierung sowie Luft- und Raumfahrt zur Verfügung gestellt werden. Um die Finanzierung zu sichern, will Frankreich Staatsbeteiligungen von Konzernen verkaufen.